Okay, die Frage ist, wo ist das Schlafzimmer? Ist das so unten oder ist das oben? Hallo, hallo. Toll, ich crouche, ich kann nicht mehr über Stufen laufen. Hey! Spast. Ah, guck mal, Kletterhandschuhe, dafür brauchen wir die. Ja, schön, dass du dich hinstellst, das ist ganz toll. Ah, okay. Der erste hat sich hingelegt, der andere säuft sich jetzt noch einen in den Hals. Wo will er hin? Kollege, Schlafzimmer, was ist mit dir? Von wegen Schlafzimmer hier. Der eine lungert da noch so rum. Wann geht er auf Klo? Um drei. Der andere bleibt einfach im Schlafzimmer. Oh, hier ist schon mal ein Radio. Ist schon mal meins. Das Problem ist aber, wir müssen ja auch runter. Wir müssen runter in die Garage. Schlafen die in der Garage oder was ist das? Sieht aus, als ob das Ding in einem Kasten liegt da. Was ist mit dem? Kann ich den umknüppeln? Ich habe doch ein Brecheisen dabei. Stufe 2, brauchen wir einen Dietrich. Hau ab da! Wie war das denn nochmal? So nicht. So. 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 Und so. Der pennt ja gar nicht. Was ist denn mit dem? Oh, echt jetzt? Ach scheiße, stimmt. Die sind ja zu Hause. Muss ich ja in leise machen. Bah, deswegen spiele ich Spiele nicht in Hardcore. Das ist mir zu blöd. Ich kann auch nicht ewig irgendwo rumhängen. Lautsprecher, kann ich den. Den kann ich nur tragen. Den lassen wir mal liegen. Toll, der pennt halt gar nicht. Ich will eigentlich nur ein bisschen Kohle abgreifen. Ich weiß halt auch nicht, wo die Toilette ist, ne? Wenn der eine gleich auf Toilette muss. Hier ist kein Schrank zum Verstecken. Das nehme ich mit. Ich würde die gerne auf der Minimap auch sehen. Damit ich mal weiß, wo die hin. Oh, den Receiver. Ach, scheiße, den Receiver hätten wir in die Tasche stecken können. So, den trage ich mal raus. Können wir den nämlich immer noch mitnehmen. Hauptsache, das Ding geht nicht kaputt. Jetzt sind beide wach. Ich glaube, dies ist auf dem Klo, oder? Den nehme ich auch noch mit. Dumm-di-dumm-di-dumm. Ich schmeiß die Sachen erstmal hier runter. Das macht zum Glück gar keinen Lärm. Bleibt hoffentlich auch heil. Hausfriedensbruch. Oh nein. Mich hat jemand gesehen. Also schlafen ist das hier nicht, ne? Freunde. Was ist denn mit denen? Ich muss da runter. Hier ist eine Vase. Tasche ist voll. Jetzt hängt die da echt auf dem Scheißhaus rum, oder was? 154 Jahre. Also die nehme ich auch noch mit. Ich brauche den Garagentoröffner, damit ich das von außen machen kann. Was ist das Ding weg? Jetzt in die Garage gegangen oder was ist das hier? Toilette, Schlafzimmer. Nee, die sollen jetzt alle im Schlafzimmer sein. Ich weiß halt auch nicht, ob die Türen dazu sind. Ich weiß ja nicht mal, wo es hier. Hier geht es, glaube ich, runter, ne? Ach, leck mich doch. Kinderzimmer. Aber kein Kind. Ein Globus. Den haben wir noch nicht. Mist. Wo ist das blöde Spielzeugauto? Okay, die Nacht zu beklauen ist gar nicht so schwer. Steht die da vorne? Okay, die sind noch ein tiefer. Okay, krasses Haus. Wisst ihr, die scheiß Gitarre kann ich auch nicht mitnehmen, ne? Ich brauche den Garagentoröffner.
Geld. Die schlafen unter der Garage. Krasse Bastarde. Richtig krasse Bastarde. Ich mach mal leise die Tür zu. Mann, die will ich mitnehmen. Okay, wie geht das Ding hier auf? Ich würde gerne einmal schnell zum Auto flitzen. Ich hoffe, das geht so. Da kommt gerade einer. Das ist jetzt gerade ungünstig. Ach, natürlich, ne? Jetzt muss da natürlich einer langlaufen. Ah, zum Auto klauen brauche ich einen Elektropick. Fuck. Wieso wird das eigentlich gerade so hell hier? Oh, weil die Sonne aufgeht. Boah, geh schneller da draußen. Du gehst mir auf den Sack, Junge. Kannst du nicht woanders lang spazieren mit deiner Dreckstöhle? Ist ja ekelhaft. Okay. Habe ich mein Auto geparkt? Da drüben. Ich geh mal kurz Inventar verstauen. Ich hoffe, die Tür bleibt auf. Ich muss die Taschenlampe, oder die Dingens mitnehmen. Warte, 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 warte. Hier Radio, Waage, Waage, Kerze, Waage, Waage. Zack. Danke. Mich raus. Aus diesem Haus. Nach hinten. Oh nein, jetzt kommt er zurück. Weiß halt auch nicht, wie schlimm das ist, wenn die mich jetzt so sehen. Ach, Fug. Du tust etwas Zwielichtiges. Was? Ich trage doch nur Sachen. Lass mich doch mal in Ruhe. Scheiße. Geh weg. Los, rein da. Okay. Also, wenn ich Sachen so normal durch die Gegend trage, finden die das nicht so lustig, die Bewohner. Die Leute, die da so rumhängen. Du guckst hier nicht rein. Geh weg. Und lass das Zeug da liegen, Junge. Das habe ich mir mühsam da rausgeworfen. Böser Polizist. Also ein guter Kopf wird jetzt das Zeug einsammeln und mein Auto abschleppen lassen. Ich sag's nur mal. Aber ich denke nicht, dass das hier gute Cops sind. Tü, Zeugenbefragung, bla bla. Ich trinke noch was in der Zeit. Ich muss jetzt eh warten, bis die weg sind. Wer geht auch den Fußgängerweg hoch, um dann wieder umzudrehen? Schwachsinn. Voll unrealistisch. Das ist gar kein Simulator. Das ist einfach nur ein unrealistisches Spiel. Oh, lecker Wasser. Kann ich auch aus der Regenrinne saufen, aber hey. So, weg sind sie. Jetzt muss ich warten, bis der Kollege da vorbei ist. Damit der nicht mich gleich sieht, wenn ich hier aus dem Mülltonnen rauskrieche. Ah, das ist bestimmt nichts Zwielichtiges, weil wir sind, glaube ich, in Amerika. Ne, da suchen die Leute einfach nach Essen. Das ist normal. Bin ich halt ein Penner. Das passt schon. Schneller. Kommt dann noch jemand? Die. Wollt ihr mich eigentlich alle verarschen? Ich will doch nur die Sachen hier mitnehmen. Kann ich aber nicht, wenn hier ständig Leute langlatschen. Vielleicht soll ich mein Auto hierher holen. Das wäre bestimmt. Hallo? Das wäre bestimmt mal was Sinnvolles. Das mache ich mal. Ich hole mal mein Auto hierher. So, da geht der erste schon mal. Mich ein bisschen einfacher, glaube ich. Gut, Kofferraum ist auf. So, schneller rin mit. Ah, diese Kackblumen. So, jetzt warte ich, bis die alte da vorbei ist. Ich glaube, die Box können wir nicht noch mitnehmen, ne? Oder? Die nimmt, glaube ich, zu viel Platz weg. Ja, du siehst mich. Ist mir egal. Ach, kommt noch einer.
Ich stehe hier nur am Müllcontainer rum. Ich bin Müllmann, ich warte auf meine Fahrzeuge hier. Ich muss das Mülltonne leer machen und so. Tschüss. Gehen Sie weiter, hier gibt's nichts zu sehen, Olle. Noch nie Müllmann bei der Arbeit gesehen, der sich aufgeregt hin und her guckt hier. Echt jetzt? Weil ich hier mit meinem Auto stehe? Ziemlich. Geh doch drum rum, Mann. Hast du noch niemanden gesehen, auf dem Fußgängerweg parkt? Was ist denn mit der? Bist du bekloppt? Ist sie weg? Ja. Schnell, 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 bevor jemand kommt. Und mich sieht. Passt das rein? Passt das rein? Es passt nicht! Es passt nicht! Leck mich doch! So eine Scheiße. Oh Mann, oh. Die Box passt da doch locker noch rein. Guck doch mal hin, Junge. Kannst du nicht stapeln? Pack das Ding auf Fernseher rauf. Och, was ist denn mit denen, ey? So, jetzt komme ich aber auch nicht wieder raus. Weil ich mich hier selbst zugebaut habe. Scheiße. Die rennen hier alle lang, als ob sie sonst keine Hobbys hätten, ey. Mann. Ich will doch nur eine Scheibe einschlagen. Wird mein Fahrzeug gleich als Fluchtwagen direkt vor der Garage parken. Und beim nächsten Mal nehmen wir mal ein ganzes Auto mit. So. Dann halt nicht. Guck mal, hier lungert da unten immer noch rum. Oder sie. So, mal gucken. Stopp. Bisschen mal davor. Bin ich jetzt in den Busch gefahren. Ich muss bestimmt gleich los Fluchtos Ergreifos. Ach Mist, jetzt kommt er da. Ihr Auto ist an einem ungewöhnlichen Ort geparkt. Der ist mir doch scheißiger. Hau ab, Junge. Sonst ruft ihr mit der Brechstange ins Gesicht, Junge. Hau ich den Puzzle in deine Brille. Quatsch mich nicht voll, du. Da wäre ich aggressiv. Fluchtweg geradeaus und dann rechts. Muss ich mal warten, bis die alte da weg ist. Ist auch total unauffällig, ne? Da denkt sich keiner, warum parkt der da so beschissen? Ist der besoffen? Was hat der für einen Auftrag? Warum ist die Garage auf? Warum hat der einen Fernseher und eine Box in seinem Kofferraum liegen? Was ist denn mit dem? So, Schuss. Den Rest hole ich mir beim nächsten Mal. Vielleicht liegt die Box da ja gleich noch. Müssen wir nur verkaufen hier, ne? Vorsicht, Vorsicht, ich muss hier raus. Ich bin auf dem Flucht, ja. Oh, haben wir einiges mitgenommen. Na, oh, jetzt siehst du jetzt hier, zack. Eine Bassgitarre. You're still weak on the lockpicks. Up your game. Lerne Schlosser knacken Level 3. Nee, will ich aber gar nicht. Muss ich aber. Kann ich gar nicht. Warum nicht? Hä? Wieso habe ich jetzt nur 2 Skillpunkte? Was? Wie? Was? Ja, will ich doch lernen. Lass mich doch das lernen. Bin die Walze von dem Mann. Moin. Puh, langer Name. Muss ich erstmal kurz gucken, wie man das ausspricht. Wieso kann ich das jetzt nicht lernen? Hallo? Das kann ich lernen? Das nicht. Ach, das ist Knackstufe 4. Ja, gut. Bin doof. Zack. Ach, das kostet mich 2. Toll. Beweglichkeit. Gegenstände schneller tragen. Wie wär's mal mit mehr Rucksack? Ja, ich bin. Ich bin ein bisschen Panne. Manchmal. Ich glaube, mehr Platz wäre auch gut. Was macht das hier denn? Schmuck mit Spezialwerkzeug zerlegen. Brauchen wir noch nicht. Dann mache ich mal mehr Platz. Zack. Ja. Greenview 108 spends way too much time in front of the TV. Be a good neighbor and help him out. Wieso muss ich denn jetzt schon. Ich. Was ist denn das hier? Wieso muss ich denn ständig Sachen kaputt machen? Das ist ja lästig. Leute, ich bin Einbrecher. Ich klaue Sachen. Ich bin Dieb. Ich bin Übereignungsspezialist. Und sonst gar nichts. Das ist ja lästig. Kessenständer hier. Kannst du ja.
Brauche ich auch gerade nicht. Zack. Gitarre. Oh, hier sucht jemand Gitarren. Sonst auch nichts. Hier ist immer noch nichts. Ach, stimmt. Wir haben auch noch Jobs hier, ne? Scheiße. Fenster einschlagen bei den Jones. Toll. Mach ich mal. Akzeptieren, akzeptieren. Alter, wie viele Jobs sind das? Sind ein paar, wa? Die Wilsons. Oh, die, auf die hat es aber eine richtig gesehen. Toilette kaputt machen, Fenster im zweiten Stock, Weingläser. Oh Mann, die armen Wilsons. Die tun mir ja fast ein bisschen leid. Was wollt ihr jetzt von mir? Wohin? Bei wem? Wie viel Geld haben wir denn? 1,8. Hier, Kovic, Kovic. 108 war das, ne? Mit dem Fernseher. Das Kovic hoch. Man sieht die Task nicht. Was meinst du? Was jetzt gerade Phase ist, wo ich hin muss oder was? Nee, ist klar, deswegen frecher. 105. Kaufe ich auch. Ach so, Mist. Hier hätte ich mal gucken sollen. Scheiße. Auto, die richtig kaufen können. Fuck. Ich gehe mal schnell Sachen verkaufen. Reicht wahrscheinlich trotzdem nicht, aber hey. Oben rechts die Geschichte. Stimmt. Warum nicht? Was ist da los? Wahrscheinlich muss er jetzt erstmal sich durchpingen, weil ich 1000 Jobs angenommen habe. Funhouse. Oh, in Greenview ist gerade Polizeirazzia, glaube ich. Da, jetzt sieht man es wieder. Geschichte. Mach einen großen Fernseher in 108 kaputt. Warum soll ich die kaputt machen? Ich will die stehlen. Fernseher, Blumenhaus und Bassgitarre. Tschüss. Ich glaube, da im Viertel ist gerade Tummelum. Hier, hier sollten wir uns gerade vielleicht nicht blicken lassen. Nix gut. Ach so meinst du das? Ach so meinst du das? Ja, warte mal. Ich frage mich, muss ich mich, glaube ich. Stimmt. Gut, dass du. Endlich sagt das mal jemand. Mir sagt sonst nie jemand Bescheid. Und ich sage immer, ich achte drauf, aber dann tue ich es dann halt doch nicht. So ist besser, ne? Ja, und die Häuserinfos fehlen halt auch, ne? Warte mal, dann kann ich mich. Braucht man die Minimap? Braucht ihr die Minimap? Müsst ihr die sehen? Weil wenn ja, dann schmeiße ich mich hier unten hin. Weil hier sollte eigentlich nichts sein. Weil da oben kommen ja auch noch die Hausinfos. So, mach ich so, ja? Und kein Problem. Erstmal danke für den Hinweis. Ich achte da, wie gesagt, leider nie drauf. Ich sage immer, ich tu's. Und wenn ich im Spiel bin, bin ich im Spiel. Dann, nee. Computer sagt dann auch nein. Ganz großes Nein. Soll ich da jetzt hinfahren? Ich glaube nicht, oder? Ich mach trotzdem mal. Ich bin mal mutig. Stimmt. Ja, gut, jetzt ist egal. Jetzt bin ich hier unten. Ich glaube, hier störe ich auch nicht. Sind jetzt hier irgendwo Cops unterwegs? Anscheinend nicht. Gut, dann lass mal schnell gucken. Wir haben ein paar Jobs. Uiuiui, wir haben viele Jobs. Jones. Bei den Jones. Was gibt es denn noch? Fenster einschlagen für 200. Ich glaube, das kriegen wir so hin, oder? Mal eben schnell zu 104 ein paar Fenster eintreten. Ach, ja, da schon wieder einer die Garage zugemacht. Schämt euch. So, wir sollten ja nicht blockieren. Kurze Frage, steht meine Box hier noch? Nee, die hat schon wieder einer weggeräumt. Schweinerei. Mein Bart kriselt in meinem Mikro. In meinem Abhörmikro. Ach so. Ja gut, wahrscheinlich, weil wir hier so viel schon an böse Bubentaten vollbracht haben. Aber gut, das ist nicht das Problem. Wo ist hoch da? Vorne, guck.